Alle 5 Jahre wird in der Gemeinde Umhausen das traditionelle Lachziehen zelebriert. Laut Dorfchronik wurde dieser Fasnachtsbrauch bereits 1761 erstmals dokumentiert und seither mit mehreren Unterbrechungen gefeiert. Ja, wir feiern heute unser traditionell gehaltenes Lachziehen. Da dürfen alle ledigen Buben, die noch nicht unter der Haube sind, beim Lachziehen mitgehen. Da wird der größte und schönste Lach, der wir sind, aufgestellt, geschlagen. Und den ziehen wir in Zeit durchs Dorf. Doch noch bevor der Lach durch Umhausen gezogen werden kann, wird das Dorfgericht abgehalten. Dabei wird die lokale und landesweite Politik, wie auch andere gesellschaftliche Ereignisse, welche sich in der Gemeinde in den letzten Jahren zugetragen haben, humoristisch beleuchtet und so über das geschehene Gericht gehalten. Vor dem Akt des Lachziehens selbst findet noch eine Burbenhochzeit statt, welche mit einem Kuss besiegelt wird. Nach diesem parodistischen Hochzeitsritual, durch das einst bezweckt wurde, auf das Ausbleiben einer Hochzeit aufmerksam zu machen, werden die Ledigen des Ortes aufgefordert, den Lach herbeizuschaffen. Ja, das ist eigentlich eine Tradition aus 1724. Dort einmal in Kurzform gehalten, haben die Gemäß die ledigen Buben aus Gründen, weil man für die Gemeindestube das Holz nicht errichtet hat oder die Finanzierung schwierig gewesen ist, das Holz in die Gemeindestube zu richten, Holzschlägern. Und dafür hat man gedurft, sich eine Lerche aussuchen. Aus der Zeit kommt der Brauch und die Tradition. Und mittlerweile ist es so, dass es ein Brauchtum ist, den muss man nicht vergehen lassen wollen. Wenn wir ihn durchs Dorf gezogen haben, den wir ihn versteigern und hoffen, dass wir ein gutes Geld bekommen, mit dem, was wir in den nächsten 5 Jahren bis zum nächsten Lachziehen heißen müssen. Das heißt, unsere Jahreshauptversammlungen anhalten könnten. Und natürlich setzen wir auch ein wenig Geld für einen dürftigen Zweck ein. Ja, Tradition bewegt mich oben schon. Ich bin oben schon gern dabei. Und mir taugt das, wenn man so viele Leute sieht, die was für die Tradition etwas übrig hat, haben. Und da bin ich gern einer, der was für dabei sein darf.